Was ist denn da auf dem Festplatz los? Ja, ist denn schon wieder Backfischfest? Auch wenn die Backfischfestbraut höchst selbst in voller Montur erscheint, ist es für das Fest noch zu früh. Diese Fanfaren verraten jedem echten Wormser, worum es geht. Der berühmte Pfingstmarkt wird heute eröffnet. Wenn der Fanfarenchor spielt, muss ich ehrlich sein, da geht uns Wormsern, glaube ich, das Herz auf. Vielen Dank, Herbert und Markus Kotheimer und allen Mitgliedern des Fanfarenchors, dass ihr uns von der Fischerwelt hierher begleitet habt. Es ist eine große Freude und die Sonne lacht und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, Sie alle hier recht herzlich auf dem Wormser Pfingstmarkt begrüßen zu können. Und ich spreche hier gerne im Namen des gesamten Veranstaltungsteams des Pfingstmarktes, das die letzten Wochen daran gearbeitet hat, dass heute die Sonne strahlt, der Platz aufgebaut ist und wir hoffentlich 9 Tage einen schönen und vor allen Dingen geselligen Pfingstmarkt verbringen können. Ja, Angelika, Pfingstmarkt 2023. Wie sieht denn das Konzept in diesem Jahr aus? Also wir haben in diesem Jahr, wir wissen ja, der Pfingstmarkt ist eine Traditionsveranstaltung. Es war schon 1243, da haben wir die Marktrechte verliehen bekommen, die Stadt Worms. Und wir haben in diesem Jahr weiterhin eine Mischung zwischen Händlern und Ausstellern, Schaustellern, Fahrgeschäften. Wir haben direkt am Eingangsbereich die Händlermeile gleichzeitig ergänzt durch die Wechselbuden. Und wir haben in den Wechselbuden und neben den Buden haben wir auch einzelne Stände von sogar Ausstellern, die schon bei der Firma Könitz da waren, die jetzt im Freien mit eigenem kleinen Zelt da sind. Wir haben in den Wechselbuden ein Engagement aus dem Ehrenamt. Wir haben regionale Händler und wir haben die Stadtverwaltung, die sich sogar selbst präsentiert. Also wir wollen uns als Stadt, als attraktiven Arbeitgeber präsentieren, aber auch uns präsentieren mit unserem Beratungsangebot. Wir haben zum Beispiel das Kinder- und Jugendbüro. Wir haben das Seniorenbüro mit Migrationsstelle. Wir haben die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Wir haben das Museum, wir haben die Stadtbibliothek, also ein buntes Programm, dass man sieht, wie modern, ich habe es gerade schon mal gesagt, wie modern Worms ist. Und es ist wirklich für die Familien, es ist das Familienfest, es ist eine runde Sache. Dann wünsche ich dir für die 9 Tage viel Spaß. Dankeschön. Stefanie Lohr, sie ist im Bereich 3. Wie ist denn das neue Konzept? Das neue Konzept ist gar nicht mehr ganz so neu. Wir machen es zum zweiten Mal. Die, die den Pfingstmarkt ja schon lange kennen, die erinnern sich ja an die großen Zelte mit der Gewerbeschau. Ja. Wir haben aber durch Corona gemerkt, dass das nicht mehr das ist, was die Leute, gerade wenn es so heiß ist, wollen. Das neue Konzept sieht vor, wir sind ein Familienfest. Wir haben einen attraktiven Festplatz mit tollen Fahrgeschäften. Und am Rand ist eine Händlermeile, eine Regionalmeile, in den Buden präsentieren sich Unternehmen aus der Region. Mhm. Jeden Tag eine neue Besetzung, also es lohnt sich jeden Tag auf den Pfingstmarkt zu kommen. Aber auch zum Beispiel unser THW präsentiert sich und sucht neuen Nachwuchs. Und das hat sich letztes Jahr schon bewährt und dieses Jahr machen wir es gerade wieder so. Die Bürgermeisterin Stefanie Lohr, was besucht die hier auf dem Pfingstmarkt als erstes? Natürlich traditionell die Eröffnung, weil das ist ein besonderes Highlight. Aber ich mag es unheimlich gern, einfach über den Pfingstmarkt zu flanieren, mit den Leuten auch ins Gespräch zu gehen, mit denen darüber zu reden, wie gefällt es euch und den Tag zu genießen und dann noch eine gute Weinscholle, eine Bratwurst und zum Abschluss muss es einen Schokokuss geben, sonst war es kein Pfingstmarkttag.
Dann viel Spaß auf dem Pfingstmarkt und einen schönen Schokokuss. Dankeschön. Aus dem Wirtschaftsministerium die Staatssekretärin Petra Dick-Walder zu Gast heute zum ersten Mal auf dem Pfingstmarkt. Was sagen Sie denn zu unserem Pfingstmarkt? Ich bin zum ersten Mal heute auf dem Wormser Pfingstmarkt. Ich finde es total spannend, ich finde es total schön. Ich habe auch das gute Wetter mit eingepackt und mitgebracht. Ich finde es eine tolle Begegnungsstätte. Es ist für jeden was geboten, von klein bis groß, von jung bis alt. Man kann ja alles erleben. Man kann zum Shoppen, man kann sich unterhalten, man kann die Köstlichkeit genießen, man kann mit den Kindern Fahrgeschäfte ausprobieren. Also ich finde ein tolles Familienfest hier. Wie gefällt Ihnen denn das Konzept, Händler und Schausteller? Das Konzept finde ich gut, ich finde es spannend. Ich weiß halt auch, aus welcher Vergangenheit Sie kommen, dass Sie früher mit großen Verkaufshallen arbeiten konnten, aber der Bedarf ist heute eben anders gegeben. Von daher finde ich es ein tolles Konzept, dass man auch wechselnde Beschickung macht, dass die Kommune selbst, also die Stadt Worms, sich auch selbst präsentieren kann und auch die Möglichkeit wahrnimmt. Also man kann hier wirklich shoppen und genießen. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß hier auf unserem Wormser Pfingstmarkt. Ich danke Ihnen. Herr Oberbürgermeister, Sie haben auch den Weg hier auf den Pfingstmarkt gefunden heute und Sie sind in Begleitung. Ja, ich bin in Begleitung der Delegation aus Pharma, die jetzt seit gestern heute da sind, aus Anlass vom 40-jährigen Jubiläum von dem Freundeskreis Worms Pharma und in Vorbereitung natürlich auch von 40 Jahre Städtepartnerschaft Worms Pharma fürs kommende Jahr. Wie gefällt Ihnen denn das Konzept vom Pfingstmarkt? Also ich denke, man muss die Konzepte so machen, dass es den Kundschaft, das ist der Kundschaft, das ist der berühmte Wurm und der berühmte Fisch und dass es der Kundschaft gefällt und es gefällt. Und es gefällt hier der Kundschaft und das sieht man, die Leute sind da, die freuen sich und nehmen das entsprechend wahr. Jetzt muss ich aber auf die Bühne, weil ich gerufen werde. Vielleicht hat er aber auch einfach nur Hunger. Das Angebot ist jedenfalls verlockend. So bekommt man bei diesem Traumwetter einen Vorgeschmack auf das kommende Backfischfest. Denn wer weiß schon, ob die Sonne im August dann genauso hemmungslos scheinen wird wie jetzt gerade.